Ja, Domme. Moin, Domme. Hallo. So, wir sehen heute Abend die Maps Cache und Mirage. Und da wollen wir mal gucken, ne, wie wir uns da auch so schlagen werden in der 99 Damage. Ja. Genau so sieht's aus. Ja. Jetzt warten wir einfach noch, dass alle kommen. Wir haben tatsächlich Cache gepickt, sehe ich. Ja, ja, ist unser Pick. Okay, na gut. Mutig, sag ich mal. Ja, nur also. Mirage, Info. Info wurde rausgebannt. Oh. Haben die Bier-Aimer dann doch noch. Im letzten Moment. Okay, ein Spieler der Bier-Aimer kommt gleich erst. Der ist auch noch 2-3 Minuten. Da begrüßen wir einfach mal alle, die zuschauen. Moin Daniel, Classic Rules. Ich muss mir für dich noch irgendwas einfallen lassen, wenn du bei uns im Stream kommst. Ja, Classic Rules auch schon wieder da. Ja, ja, ich sag ja, wir müssen irgendwie eine Tröte oder so haben, wenn er kommt. Ja, die Classic Rules Ratsche. Die wird dann nur für ihn benutzt. Ja. Das ist gerade sehr verwirrend, ich sehe meinen Spielesound und dein Bild bei Twitch. Ja. Ja, nimmt uns nicht übel, aber wir werden natürlich, wenn es um Very Old geht, von uns sprechen. Also ich werde meistens sagen, wir müssen das irgendwie anders machen oder wir müssen das so machen oder wir müssen das so machen. Ja, wir sind jetzt ein bisschen mehr drin. Ja, wir sind jetzt ein bisschen heute mal, also wir sind nicht parteiisch, natürlich nicht, aber wir würden uns natürlich freuen, wenn wir das gewinnen. Ja. Darum sind wir jetzt mal ganz anders, wir bekennen ein wenig Flagge. Ja, aber nur ein bisschen. Ja, was soll ich sagen? Also, bei uns kann ich sagen, In-Game-Leader ist Optix, Zwanni Main Orb, Beatbox, Rifler, Wansen Rifler und Schildkröt Rifler. Wie es bei Bier-Aiming aussieht, kann ich nicht so genau sagen. Da haben sie uns nicht verraten. Wollten sie uns nicht verraten? Warum auch? Ja, brauchen sie auch nicht. Was ich mich frage, warum nennen die sich Radler? Radler ist kein Bier. Ja, vor allen Dingen, weil ich auch gerade den Facebook-Post gelesen habe und da sagten sie was von 0. Das fände ich eine gute Idee mit 05 und 033. Ja. Ja, das ist finde ich ziemlich cool, muss ich ehrlich sagen. Daniel, das Bild ruckelt, wenn ich eben kurz raustappe. Ja, das ist ein nicht Bier. Da habe ich Vollbildfenster an. Wenn ich komplett drin bin, ruckelt's nicht. Macht keine Sorgen. Ja, die schießen mich hier jetzt noch ein bisschen warm. Oh, ob die hat aber da dealmäßig zugelegt zu gestern. Ich hoffe mal, dass sie sich jetzt nicht erschrecken, dass die Aufwärmphase jetzt gleich zu Ende ist. Denken, das geht los. Ne, haben sie. Kannst du mir Bescheid sagen, wenn es losgeht? Ich würde mich in der Zeit mal eben ganz kurz um was anderes kümmern. Also auf einem anderen Server. Ja, ich würde eigentlich ganz gern. Beziehungsweise ich sehe es ja. Was machen die denn jetzt? Bestimmt. Ja, ne, sie also merken, dass das noch Warm-up ist eigentlich. Ich schreib mal im Motiv. Das machst du ja schon. Denkst du auch bitte gleich dran, einmal den Banner unten wieder auszumachen? Der da immer ja, ja. Habe ich jetzt auf Knopfdruck. Ah, dieser. Ein Tier.
Ne, wir warten halt noch auf den BIA-Mach, den letzten, auf den letzten BIA-Mach. Ja. Und dann, wir haben mal echt gespannt, wie wir uns da so echt schlagen werden. So, jetzt bleiben sie auch in der Base, läuft alles. Ja, nicht, dass sie gleich hier die Runden runterspielen und auf einmal wechselt der Server die Map. Ja. Ja, dann untermale ich das noch eben ein bisschen mit ein bisschen Mucke, weil ich gehe jetzt ganz schnell mal eben dampfen. Nicht, dass ihr denkt, hier ist ganz ruhig. Genau so sieht's aus. Ich bin sofort wieder da. So, ich bin wieder zurück. Jo. Nichts verpasst. Ja doch, einer mehr jetzt. Ja, einer mehr. Aber bei der Sache, die ich mir hier gerade angucke, glaube ich, wird das auch eine sehr einseitige Geschichte. Aber nicht... Was wir uns gedacht haben? Ja, aber nicht das, was wir uns gedacht haben. Okay, dann freuen wir uns schon. Ja. Sonst ja, wir können ja ein bisschen was erzählen, ne? Very old,
uns gibt's schon anderthalb Jahre, fast zwei Jahre im Sommer. Alles alte Säcke. Ja. Wir spielen einfach so, wie uns die Nase passt. Wir sind jetzt irgendwie nicht ein festes Team, was fünf Spieler hat und jeden Tag trainiert, fünf Stunden und die übelsten Taktiken drauf hat oder. Wir spielen einfach, weil wir es früher schon gespielt haben und einfach weitermachen wollen. MK. Ja, du kommst auch noch in das Alter. Ich glaube, die Ältesten sind Aki und Daniel, oder? Was, Daniel unser Ältester? Ich glaube wohl, Baujahr 82. Ja. Ich glaub, Daniel ist der Älteste. Ich glaube auch. Also ich bin weder der Älteste noch der Jüngste, also daher halte ich mich darauf. Ja, ich gehöre zum oberen Drittel. Welches Level? Welchen Rang meinst du? Ich habe glaube ich schon fünfmal Level 40 durch. Wenn du danach fragst. Nein, ich selber bin, keine Ahnung, was bin ich gerade? MG2. MGE, irgendwie da immer kreuchen wir rum. Ja. Ja, Daniel, du bist 34, aber du bist trotzdem der Älteste, glaube ich. Richtig. Und wenn du 82 geboren bist, bist du auf dem besten Weg auch zu 35. Ja, Schildi ist, glaube ich, der Jüngste. Nee. Nee, Erik ist der Jüngste. Erik ist unser der Jüngste, Küken. Ja. Unser Küken. Mit 19. Ja. Das auch, gehört auch zu den Ausnahmen bei uns im Team. Ja, aber wir müssen halt immer halt abchecken, ne? Wir müssen ja jemanden haben, der unsere Rente später zahlt. Da haben wir gedacht, nehmen wir mal einen etwas jüngeren Bubi mit rein. Damit wir auch noch ein bisschen up-to-date sind. Und uns ein bisschen bei ihm abgucken können, wie man, ich sag mal, Reaktionsschnelligkeit und so weiter. Ja. Also jetzt müssen sie so langsam mal zusehen, dass sie die Leute zusammenkriegen. Ja, so langsam darf's jetzt. Ja, Gamer-Rente, genau. Sollte fester Bestandteil des Grundgesetzes werden. Ja, sehe ich auch so. Auf jeden Fall, so viele Jahre, wie man CS spielt, dann ne, werden angerechnet. Ja. Ach, genau. Sind das bei mir schon ein paar. Musst du Nachweis erbringen. Ja, kein Bei Thema. Steam. Ja. Kein Thema, Steam-Nachweis wird gemacht. Was muss er denn für die deutsche Rente, muss er hier Dingens haben? Eine One-ID. Nein. Nein, wie heißt das Ding? Auszug zur Sozialversicherung, kriegst du jedes Jahr am Ende des Jahres. Ja, und da steht dann CSGO drauf. Genau, steht dann. Oder Counter-Strike. So Steam-Auszug. Hat eine fünfstellige Steam-ID, GBP. Ja, hat er sogar. Hab ich, ne? Fünfstellig? Du hast, glaube ich, sogar eine vierstellige, wenn mich nicht alles täuscht. Also mein allererster Account, den ich hatte, der hatte auf jeden Fall eine fünfstellige, das kann ich. Ja, ich habe auch fünfstellig. Weil den habe ich auch 2003, als Steam rauskam, sofort gemacht, den Account. Das ist irgendwie morgens um 6 oder so, hieß es, das kommt. Damals ja noch ohne Facebook und Twitter und irgendwie sowas. Da hat man das über Foren erfahren. Und dann habe ich mich auch direkt nachmittags irgendwie nach der Schule direkt angemeldet. Ja, das Team kam raus und ich glaube, ja. Ich habe... Noch ohne Friendsliste und sowas, gab's ja alles gar nicht. 3 Tage gebraucht, um Steam überhaupt am Laufen zu kriegen. Ja, es war auch das allererste Spiel, lange Zeit das einzige Steam Spiel kam raus Steam, und ja. Alle haben versucht, Steam runterzuladen und da gab's... Ja, kam dann CS 1.6. Die Version mit dem Schild. Ja, das ist ja ein, das gibt's ja erst seit 1.6. Ja, das Schild. Und das war ja mit der Steam-Version und da habe ich glaube ich wirklich ein paar Stunden davor und gesessen und der hat nicht runtergeladen. Was gab's denn früher? Was gab's denn früher auch nicht? Was war das denn? Das ist früher auch nicht gab. Die M4 gab's früher nicht. Ja, die gibt's ja erst seit CSGO.
Die M4. Nein, nein, die M4A, also die Shelly M4, die wäre so aus 1.6, ja, ja. Die gab es ja ganz früher nicht. Naja, früher gab es sie nicht, genau. Früher hat man ein Messer immer links gehabt. Messer ja. Links und immer rechts. Andersrum. Also mit der Schneide nach unten. Ja, richtig. Nee, das Schild gab es doch schon vor Counter-Strike Condition Zero. Also dann, mit 1.6 kam es. Und das war auch das erste, was in den Ligen verboten wurde. Ja. Weil man halt das Schild hat. Ist ähnlich über wie der Revolvo etc. Ja. Ja, das Schild hat die Hitbox verändert und du wurdest fast nicht getroffen. Ja, du konntest ja nur von hinten attackiert werden oder mit der Granate. Ich könnte ja ein Game casten, was ihr jetzt gerade nicht seht. Auch doof. Ja, das Schild hat auch nie jemand gespielt. Auf den meisten Servern wurde es damals deaktiviert. Ja. So, guter. Wird mal langsam Zeit jetzt. Ja, so langsam wird es echt mal Zeit. Ich werde mal den BA mal kurz antickern. Wo hab ich ihn denn? Mate ist unterwegs. Alles klar, dann geht's gleich rund. Ja, 15 Minuten muss das Team auf dem Server sein. Ja, kannst natürlich Erbsen zählen, ne? Kannst sagen, 15 Minuten rum und wir haben gewonnen. Also, ist ja auch nicht Sinn der Sache. Wir wollen ja ein Spiel sehen. Ja, so macht man das auch nicht. Ich sag mal, bei unserem Skill-Level, sag ich mal, kann man dann auch nochmal 5 Minuten verschmerzen. Ach ja. Hat so ein bisschen was von Ezea. Ja. Aber habt ihr eigentlich schon mitgekriegt, dass das dass die ESL Cologne kein Major mehr ist? Ne, ist es nicht. Ja, also das habe ich auch gedacht, ich höre nicht richtig. Dafür ist jetzt in Polen irgendwie, in Katowice, glaube ich, 2 Wochen später oder so, in einer ganz neuen Liga, die kein Mensch kennt, das ist wohl irgendwie jetzt Major. Irgendwie, naja. Ja, also in Deutschland. Kein Major in Deutschland dieses Jahr. Ich habe gerade ein starkes Ace von einem ehemaligen Clanmate von uns gesehen. Kann man mal machen. Krass. So, ich höre gerade von Frontex, Gegner ist komplett auf dem Server schon. Wir sehen es in 1,5 Minuten. Also geht's jetzt gleich los. Ja, Match geht schon los auf dem Server. Ach, Mindbreak, tschüss. Tja, in den Ladekabel. Ja, können wir nichts für, wir sind komplett auf dem Server. Kannst du dich bei dir immer bedanken, dass dein Akku jetzt leer ist und du kein Match siehst. Fansen ist schon wieder am Bier trinken. Ja, ich habe immer gesagt, unter 12 besser läuft nichts. Alte Österreicher. Ja, wir sind jetzt auch international, ne? Also wir sind kein rein deutsches Team mehr. Ja. Wir haben jetzt expandiert nach Österreich rüber. Nach Österreich, ja. Sehr. Erste Mal, dass kein Österreicher nach Deutschland expandiert hat. Ja, ich denke mal, dass wir bald auch internationale Teams aufstellen werden. Aber noch alles in Mache, wir verraten nichts. Ja, JW und ich werden ja den gleichen Burgerlieferanten. Das sieht man an unserer Form. Dementsprechend will ich jetzt mal nicht zu viel beraten. So, bis jetzt. Bei mir immer noch 4 Mann. Aber der Hals-Maulwurf hat genau das richtige Bild wie du, für dich. Das Steam-Profilbild. Ja, Techno. Ja, ist genau deins. So, alle da. Ja, wunderbar. Können wir jetzt ready machen und geht das? Ja. Ich hätte heute auch noch was vor. Auch wenn wir uns schon fast gänzlich dem Casting verschrieben haben. Morgen ist, glaube ich, mal sendefreier Tag, genau wie Dienstag. Ja.
Aber, ne? Wir können trotzdem weiter anfragen. Ja. Wir kriegen es irgendwie immerhin noch irgendwen dazwischen zu schieben. So, Very Old is ready. Jetzt warten wir noch auf die B-Aimer. Und dann geht's los auf Cache. Auf Cache. Cache, Cache, Cache. Wie man es auch aussprechen will. So, jetzt geht's hier in die Messerrunde. Ja, also ich gehe mal stark davon aus, dass wenn wir die Messerrunde gewinnen, wir als CT gestarten. Beziehungsweise wenn wir Aiming die Messerrunde gewinnen, der gewinnt, als CT starten. Genau. Ja. Der gewinnt für CT. Ja, MK natürlich rein deutsch. Klar. Sicher. Natürlich. Ja, du hattest gerade irgendwas im Hals, glaube ich, ne? Ja, ich glaube. Von österreichischer Frosch. So, B-Aiming gewinnt natürlich jetzt hier die. Well, natürlich. Gewinnt die Messerrunde. Wird stehen bleiben, denke ich. Gehe ich mal von aus. Ja. Natürlich. Ja, und dann kann das hier abgehen. Da gucken wir mal, bei wem das Aim besser sitzt. Also, wenn das nach gestern Abend geht, sag ich, Very Old macht hier gar nichts. Also gestern, ja, wir waren gestern Abend, weil wir waren nicht gut drauf. Wir haben selber mal versucht, Counter-Strike zu spielen. Das funktioniert nicht. Also beim Carsten sieht das alles immer so einfach aus. Ja. Waren so geheim. Schizu, es braucht immer einen Österreicher. Natürlich. So. Ja, wenn ihr Hilfe auf dieser Map braucht, ich könnte mich als Führer anbieten. Ja. So, auf geht's. So, erste Runde. Zweimal Armor, dreimal Smokes bei den Very Old. Ja. Bei dem BA-Mann wird komplett fast auf Armor gespielt. Babums, ja. Ja, sie machen das, was ich empfehle, sie versuchen die Mitte einzunehmen. Das klappt auch ganz gut, sie nehmen hier viel Raum ein. Optik's jetzt schon ganz bis nach vorne durch. Kann ich jetzt Richtung. Muss jetzt erstmal. Oh. Aatrox kriegt's ja nicht mit, dass er von. Optik's ist schon bis auf den Heaven durch. Kann jetzt hier Deadpool rausnehmen. Ja, sie gehen auf B. Hals Maul ist noch da. Ja. Hals Maulwurf. Meine ich ja, Hals Maulwurf. Wird jetzt ja rausgeholt. Bombe kommt jetzt von Swanny. So, 2 gegen 2. Wo ist Wansen? Wansen ist im Checker. Bombe ist auch für den Checker gelegt. Wann jetzt hier mit den Checks Richtung CT und Richtung. Schön, oh, Crossfire. Schönes Crossfire, jetzt wissen sie auch, dass der letzte im Heaven ist. Klar, wird die Position switchen, das sollte bekannt sein. Wansen jetzt hier auch mit dem richtigen Aiming Richtung. Da, dauert ein bisschen, aber. Na, Richtung Headshot. Aber es dauert halt einen Moment. Erste Runde für Very Old. Obwohl ein, zwei, sag ich mal, Kills waren, die nicht hätten sein müssen, noch gut gerettet. Weil sie da ein bisschen Unruhe stiften konnten durch den Gang, durch den Switch. So, ja, wir immer pushen B komplett. Und überfahren jetzt da mal eben. Haben die Bombe, ja, haben Waffen. Oh, ganz unglücklich. Da ist man ganz unglücklich in den Push gelaufen. Wansen checkt jetzt hier Outside. Ja, hat man nicht mit gerechnet. Sollte man aber. Mescaline macht jetzt hier den Headshot gegen Wansen. Swanny jetzt hier mit 7 HP kann natürlich nichts machen. Ja, das hätte man anders aufstellen. Die Echos, die sind immer tödlich. Richtig, richtig. Very Old jetzt hier mit der Sparrunde. Ich denke, sie werden voll sparen. Vielleicht irgendwie noch eine Flash und eine Smoke kaufen. Ja, nichts. Nur eine P50. Ja, doch. Eine Flash. Eine Flash. Ja. Die versuchen jetzt hier den Argo. Den schnellen Argo. Jetzt auch schon auf A drauf, letzter im NBK. Ist jetzt angesagt, kann aber nicht geholt werden. Der kann 4 Leute rausnehmen, Leute. Ja. Er macht halt 4 Kills. Sowas darf nicht passieren. Nein.
Ja, Spot ist nicht gecheckt, da will man die Bombe legen. Ja. Und hat dann die Bombe in der Hand. Jetzt nochmal mit einem. Mit einer Voll-Eco, beziehungsweise mit einer. Mit einem. Ja. Ein bisschen was dabei es, halt. Sie haben ein bisschen was dabei, P250s. Geht's wieder auf wieder A. Auf A drauf. Sie merken, dass sie auch hier Möglichkeiten haben, auf A drauf zu kommen. So, jetzt können sie da welche rausnehmen. Die Möglichkeit haben, auch A wirklich gut einzunehmen. Sie kriegen Bombe, kommt. Deadpool jetzt hier mit dem Aim Richtung Yellow. Optics macht das gut, er verschanzt sich hinterm Yellow. Wird jetzt hier von Mescalin rausgenommen. Zwanni kann einen schönen Schuss noch setzen. Wahnsinn, total. Haben sie nicht mit ihm gerechnet. Schade. Ja, aber er macht das Möglichste. Er macht viel Schaden. Richtig teure Runde für die CTs. Ja. Das heißt, man muss jetzt wieder voll reinkaufen. Klar, CTs hatten sich jetzt durch den Force natürlich Geld ohne Ende. Den Force Buy gewonnen haben. Geld ohne Ende. Was als CT aber nichts bedeutet. Als CT ist es immer so eine Sache. Da ist das Geld schneller alle, als einem lieb ist. So, erste Waffenrunde. Im Übrigen läuft der Banner noch. Herr, ich habe eine Taste dafür. Ach, scheiße. Ja. Ich muss auch immer auf. Ja, ich muss ein. Ah, toll. Jetzt ist weg. Eskalin schön gegen Optics. Ja. So, noch einen zweiten. Flick gegen Zwanni. Ja, vielleicht sollte ihnen jetzt mal aufgehen, dass wenn sie langsam spielen, sie da keine große Chance haben. Die Ghosts haben bis jetzt gut funktioniert. Ja, BMX steht da natürlich auch gut. Ja, die stehen sehr defensiv auf den Spots. Jetzt geht's zusammen auf A. Manson hat sich jetzt hier eine AWP gepickt. So, jetzt geht die Tür auf. Die BMer wissen, dass da was kommen wird. Itrox kann jetzt hier den Kill nicht setzen. Die Kröte jetzt mit dem Kill Richtung Heaven. So, jetzt kommen die Granaten. So, einer ist angesagt. Wird aber jetzt kein Zugriff, kein Druck drauf gemacht. Ja, das ist das Problem. Skalin kann jetzt in Ruhe da runterzielen. Um Sir Flipping. Ja. 4-1, 4 Aiming. So, ja, durch die geplantete Bombe von gerade kann man jetzt nochmal nachkaufen. Wollte ich gerade sagen, können nochmal kaufen. Außer Zwanni, der mit der Tech-9 jetzt umrennt. Ja, das soll aber nichts Böses sein, heißen. Das wird sich auf jeden Fall wieder verteilt. Wanzen müssen da gesehen haben, setzt ja, jetzt Wanzen den Schuss. Ja, Wanzen nimmt Mescalin auch raus. Dadurch ist die Mitte weit offen. Das kann man jetzt allerdings nicht nutzen, weil man sich jetzt nicht schnell genug nach vorne bewegt. Im Z kommt jetzt auch noch Deadpool. Wanzen hat es aber irgendwie so ein bisschen im Gefühl. Jetzt tut mir eingefallen und guck hier nicht weg. Er macht den Kill sicher. So, und jetzt ist die Mitte auf. Jetzt müsste man über die Mitte aufbauen. Man kann jetzt gucken, ob man über den Schacht geht oder ob man über einen Highway geht, über Whitebox. Jetzt versucht man A noch ein bisschen zu feeden und ihn ein bisschen rauszuholen. Zwanni jetzt hier den zweiten Shot daneben. Den im Nachschuss kriegt dann. Im Nachschuss kriegt dann aber. Optics jetzt hier wieder durch bis an CT. Und schön zwei rausgenommen. Zwei Headshots CT machen. Okay. Das war eine wirklich gut gespielte Runde. Flawless, wenn mir nicht jetzt nicht alles täuscht. Ja. Ne? Haben sich nicht beirren lassen. Das ist immer haben das sich Wichtigste. Nicht. Wichtigste. Pass auf, jetzt kommt, der, jetzt kommt das Wortspiel. Sie haben sich nicht beirren lassen. Beirren lassen? Von dem Bier, ey, Mann. Ja. Das war wieder ein Wortspiel. Dafür bin ich ja bekannt. Allein deswegen haben wir mindestens 10 Zuschauer, weil meine Wortspiele sind so. Wanzen schön mit der AW hier. So, Deadpool weiß jetzt, da kommt was. HE hat mehr oder weniger gut gesessen, kann jetzt hier Itrox rausnehmen, der sieht's nicht. Nimmt den Zwanni noch raus. Wanzen ist schon rumgerannt. Wanzen ist schon Headshot rumgerannt. Zwei Mann im. Deadpool kann jetzt hier den Shot nicht setzen, kann auch nicht ansagen, dass da einer im. Optics jetzt auch weg. Ah, das ist so viel auf einmal. Und im Rücken geschossen. In den Rücken geschossen. Lassen sie sich unglücklich.
unglücklich wegholen. Da haben sie ja den Entry und... Ja, es ist halt wirklich unglücklich. Es passierte nichts mehr. Spart man jetzt einmal, kauft man runter, forst man was... Ja, okay, es gibt Pistol Force. Ich denke, sie werden über die Mitte gehen. Das sollte vielversprechend sein. Man muss dann aber auch jetzt ein bisschen... Bisschen so, das Gas anziehen. Sieht gar ja, nichts. E kommt mehr oder weniger gut. Schildkrück kriegt jetzt hier jetzt zwei Flashes. Jetzt muss man hinterhergehen. So, man hat, jetzt hier man schon hat weit den einen vorne. Schon gesehen. Ja. So, Flipping braucht da nur runterhalten. Ja, er braucht da nur reinschießen. So, ja, Flipping war stark mit den Kills halt. Zwar nie in dem Moment weit vorne. Leider ist keiner hinter ihm hergekommen. Mit zwei Mann wäre die Ava auch links von ihm am K wäre einfacher zu überwinden gewesen, wenn sie mit zwei Mann auf ihn geschossen hätten, weil er jetzt immer noch mit 14 AP überlebt. Wenn man da mit zwei Tex oder zwei, auch mit zwei Glocks um die Ecke fährt, hat die Ava im Prinzip wenig Chance. Keine Chance will ich jetzt nicht sagen, aber wenig Chance. So, Wanzen geht auch los. Kriegt jetzt den Footshot ab. Jetzt kommt allerdings auch die HE. Ach, die sitzt natürlich volle Kanne. Ja. Und schon ist es wieder ein bisschen ruhiger. Keiner weiß, was er machen soll. Irgendwie habe ich das Gefühl. Na, jetzt gerade alles ein bisschen ruhig bei den Terrors. Lass mal ein bisschen Zeit runtergehen. Ja, sie lassen jetzt die Uhr ein bisschen ticken. Sie gehen jetzt darauf, vielleicht mal irgendwo einen Kill zu setzen. Ja, das vielleicht mal ein CT pusht oder so, aber wir spielen die 99 Damage und da passiert sowas nicht so oft. Das kann ihn jetzt schön. Optix kann jetzt hier den Kill nicht setzen gegen Deadpool. Er weiß, dass er da ist, aber er weiß nicht wo. Ja. Er steht rechts um die Ecke. Er checkt keiner die Ecke ab, pass auf, ich sag's dir. Hä? Er steht auf ihm! Ja, es ist, schießt halt auch keiner, ne? Schildkröte kann zwei rausnehmen, aber ja. Ja. Dann ist auch gut. Ach, wenn ich sowas sehe, ne? Blutet einem das Herz. Warum checkt man nicht die Ecke ab? Ja, das ist halt, das in der Ecke sitzt halt meistens einer. Also das ist ja halt einfach, ja, schlecht gespielt. Wir Aiming machen das ganz gut, stehen gut. Ja, wie gesagt, das ist eine CT-Map, noch ist nichts verloren. Jetzt kommt wieder ein schneller Push über B. Das hat, die schnellen Pushes, die funktionieren immer so gut, aber sie... Ja, sie nutzen es halt auch nicht, weil sowas kann man auch mit einer Waffe machen. Man kann auch schnell pushen, wenn man eine Waffe hat. So. Randgranate setzt jetzt ja auch nicht unbedingt den Schaden, den sie setzen soll. Weder die eine noch die andere. Biermann jetzt hier von hinten. Ist jetzt klar, Ronson hat angesagt, allerdings stirbt Optix hier auf dem Spot. Wilfried jetzt hier locker. Ja, haben sie Bombe wenigstens geplantet, Kohle Bombe eingesammelt. Liegt. Kann die Kohle mitnehmen, $800 für die nächste Runde. Das ist ein easy Buy jetzt, man kann AWP. Und AK und ja, alles. Ist halt easy für Radler. Ich sag mal so, taktisch stellt sich Very Old gerade ganz doof an. Ja, Aiming-technisch sind sie beide, glaube ich, auf Augenhöhe. Ja. Ja, Optix hat schon wieder Ping-Probleme. E-Trox jetzt auch. Beide mit 140er. Aiming schließt hier schon mal den Argo aus. Ja, sie checken aber nicht genug. Na, gehen jetzt zurück. Na, vielleicht kommt doch was Main. Wanzen müsste hier die Ave hören. Ich denke, er wird ihn. So, fährt jetzt rum. Wenn jetzt hier die Ave auch rausnehmen, jetzt muss hier weiter Richtung Z gedeckt werden, weil da wird garantiert jetzt gleich irgendjemand kommen. Jetzt checken sie auch die Ecke. Optix checkt es jetzt auch. Ja. So, weiß jetzt, dass einer auf dem Spot ist. Mit dem Check Richtung Door. Pull
komplett blind. Deadpool richtig golden. Wansen wird jetzt hier Richtung CT durchdrücken, denke ich. Schön durch die Smoke. Holt jetzt hier den Smoke. Da stehen zwei. Ja, der Priest schreibt gerade Eckentrauma her, auf jeden Fall. So, jetzt hat man eine Überzahlsituation mit 4 gegen 3. Das sollte man. Man kann das auch runter ausspielen. Ja, Hals, Maul. Kann jetzt halt 2 rausnehmen. Ja. 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 Und so verpufft. Ja. Oh, ist ja einer genau drauf gestorben. Bier Aiming hält gar nichts von Unterzahl und macht sie trotzdem weg. Ja. Ja, unglückliche Runde. Muss man schlauer spielen, muss man im Afterplant viel besser machen. Wenn man Low AP hat, bleibt man nicht auf dem Spot stehen. Weil da sicher immer Granaten kommen. Und das ist dann unglücklich, dann hast du da ein, zwei Spieler weg. So, wir aiming wieder. Vorpushen. Pushen jetzt hier. Rechnet damit nicht. Ja, Schildkröte kann einen Refrag machen, aber geht dann auch selber down. Ja. Johnny geht jetzt hier erstmal davon aus, dass da irgendwo jemand sitzen könnte. Optics ist angesagt. Ops. Hat jetzt hier nicht vor Augen, dass da noch jemand sein könnte. So, als Maulwurf hört er ganz viel. Ja, er weiß jetzt, dass über ihm, einer draufsteht. Johnny mit einem schönen Shot gegen Maulwurf. Sagen wir 2 gegen 2. So, könnte da eigentlich kann es jetzt von ausgehen, dass einer A, einer B stehen wird. Ja, Wansen holt den Kill auf A. Dementsprechend ist natürlich der Spot jetzt auch weit auf. Ja, Deadpool hat jetzt einen langen Weg vor sich. Ja, Bombe kommt jetzt auch für die Main. Wansen covert jetzt Bunny auch noch beim Legen. So, das soll es doch eigentlich schon gewesen sein, die Runde. Ja, die Runde müsste jetzt also safe sein. Ich hab schon Pferde kotzen sehen. Ja, vor der Apotheke und die hatten sogar ein Rezept dabei. So, Wansen hatten gesehen. Ja, und macht den Shot da auch. Schön, 9-3. 9-3, Veriol. Ja, die Bär immer noch kein einziges Mal in die Spar gedrückt worden. Sag ich mal. Wäre dann in der nächsten Runde der Fall. Wansen lässt sich jetzt hier auch nicht zu weit raus stücken. Die AE. Ja, macht AE macht bisschen. Keinen Schaden. Ja, jetzt er bedeckt natürlich jetzt erstmal die Ecken. Das hätten sie vielleicht in den ersten Runden mal machen sollen. Ja, dann hättest du ein, zwei Runden mehr mitgenommen. Ja. Aber ich erinnere gerne an das letzte DESBL-Match, da sah es auch erst so aus, als wenn wir auf die Mütze kriegen. Auf die Mütze kriegen, konnten das aber noch ganz gut drehen. Die Granate hier reicht jetzt für Aatrox. Wenn, ich sage ja auch, jede Runde zählt. Ja, Optics kriegt jetzt hier den Kill nicht. Schildkröt bewegt sich zu wenig. Ah, Zwanni kann Zwanni. Da. Ja, wird dann von hinten geholt. Wansen schön wieder mit der AWP. Ja, 2 gegen 3 Situation. Mescaline kann ins Squeaky reingucken. Ja, und Wansen jetzt mit der Situation hier ganz alleine auf dem A-Spot zu sein. Ja, macht da nicht ganz so viel. Ja. 10-3. Und eine Sparrunde. So, wieder was Flottes. Hallo Xera, das ist den Namen, den ich nicht aussprechen konnte. Ja. Wenn du mir einen Termin sagst, können wir mal gucken. Ja, denke ich auch.
So, wir aiming jetzt hier mit dem Push. Alle blind. Kann zwei rausnehmen. Der Biermann. So, bremst natürlich jetzt alles. Ja. Ja, Sir Flipping kann da wieder zwei wegnehmen. Ah, Schildkröte dann allein auf weiter Flur. Gib einfach mal Ausrufezeichen Steam ein, dann kannst du uns bei Steam adden, einfach adden. So, jetzt wieder. Ja, so halbe Beirunde, muss auch, letzte Runde. Ja. Das haben wir jetzt gerade erst gesehen. So, B rasch wird's. Schon viel Schaden hier. Die AE hat richtig gesessen. Ja, jetzt bleibt alles irgendwie beim Stehen. Geht nicht drauf. Also jetzt zieht man sich aber nochmal zurück und versucht es anders aufzubauen. Ja, man hat einen raus. Drei waren jetzt auf B. So, Deadpool geht jetzt zurück. Bansen predicted hier mal auf den Schacht. Ja, sie wollen sie jetzt auf den. Sie wollen sie jetzt auf A locken. Deswegen bleibt die Bombe. Ja, ein Fake-Fake war das jetzt. Ja. Doppelter Rittberger des Counter-Strikes, wie Domme so schön sagt. Ja. Nitrox weiß jetzt hier nicht, dass vom Bombenspot tatsächlich geschossen werden kann. Ist sich da nicht so bewusst gewesen, dass der Bombspot bei ihm im Rücken ist? Ja, vier Stück da. Da hätte man noch von ausgehen können, dass da noch einer steht. Ja, also. So, irgendwas muss jetzt langsam passieren. 30 Sekunden noch. So, das war nicht schön gegen Mescalin. Oh, jetzt muss man noch von ausgehen. Da war auf jeden Fall noch einer. Auf dem Spot. Ja, man nimmt das Messer in der Hand. Ja, das ist halt. So, die Bombe müsste. Ja, müsste gelegt werden, aber. Der Biermann, der entscheidet das mal eben. 12-3. Haben wir gestern auch gehabt, kein Thema. Yep. CT-Map. Ist CT-Map. Noch ist hier nichts verloren. Ich denke mal, wenn man jetzt die Pistol Round gewinnen kann. Kann man schon mal 2-3 Runden mitnehmen. Ja. Und dann sieht das alles schon gar nicht mehr so auswegslos aus. So sieht's aus. Sieht auch, Aatrox kommt gar nicht ins Match rein. 2 Kills nur. Und der war so heiß. Er hatte gestern auch so Probleme. Ja, und der war so heiß. Er sagte, ja, das läuft. Sieht man jetzt nicht. Tja. Dann macht mal ready, Jungs. Und dann geht das weiter. Wie gesagt, wir müssen mehr als 6 Runden holen, dann sind wir schon mal nicht letzter. Ja. Die Hälfte haben wir schon. So, wegen meiner kann es jetzt auch weitergehen. Oder wissen sie nicht, dass sie ready schreiben müssen? Nee, ich denke, das werden sie wohl schon begreifen. Ich glaube nicht. Ach man, ich will nicht immer so Standbildschirme kommentieren. Jetzt noch was oder nicht?
Jetzt, ja. Jetzt was. Ja, wunderbar. So, ja. Standardmäßige Aufstellung. 2B, 2A, einer Mitte. B-Aiming geht Richtung B. Wanzen kann da jetzt ganz viel ansagen. Etox macht jetzt ersten Kill, Wanzen holt den zweiten, Etox mit dem dritten, Wanzen holt den vierten. Ja, teilen sich die Kills. Bombe down. Und Swanny holt sich auch noch ein. Ja. So, Etox hat das, glaube ich, gerade gehört. Ja, ich glaube auch. Erik, wenn du mich hörst, gib Gas. Greif den Arsch zusammen. Junge, ernsthaft. Junge. Echt jetzt, Junge. Schwarzer, heißer Kaffee. Hey. So. So, jetzt hier SMGs gegen... Oh, Forceby. Kompletter Forceby jetzt. Ja, kompletter Forceby. Mit dem Go of A. Ja, Optics hat gedacht. Ja, er könnte da was machen, indem er vorgeht. Bringt aber gar nichts. Z kommt jetzt einer hinterher. Sie wissen jetzt, dass sie auf, dass sie in der Mitte sind. Wann jetzt hier auch mit dem Kontakt Wanzen geht jetzt hier viel zu weit rein. Zwanni auch faced einfach zu viel. Ja. Und wird jetzt auch durch die Granate niedergestreckt. Schildkröte kann noch einen mitnehmen. So, jetzt kommt Eriks Zeit. Pass auf. Wir gehen mal auf ihn drauf. Gehen wir auf ihn drauf. Jetzt geht's rund. Jetzt will ich sehen. Okay. Nummer 1. Nummer 1. Wird im Squeak, steht einer im in der Main. Boah. Nummer 2 schon angeschossen. So. Ja, der rennt vor dir weg. Ach, Erik, jetzt schießt doch. Was ist denn los mit dir? Ja, schön spielen da schön runter. Kann da nicht viel machen. Oh, 2 hat er auch, aber jetzt hat er keine Zeit mehr. Ja. Ja, er geht aber auf den Kill. Ja, hat geholt. Jetzt auch keine andere Chance mehr gehabt. Ja, Zeit war runter und. Ja. Hatten keinen Diffuse-Kill, so wie ich das gesehen hatte. Die zweite Runde geht wieder an B-Aiming. Ich weiß nicht, ob sie daraus nicht gelernt haben jetzt. Ja, hätte man klug runterspielen müssen, lasse rushen. Und spiel das defensiv. So, B-Aiming spielt jetzt auch langsam. Überall ist einer verteilt, wird auf Push geachtet. Ja, Benny Hill Musik wäre jetzt echt passend gewesen, gerade bei dem Hin- und Herlaufen. Ich bin die ganze Zeit auf Erik, sag doch was. Du bist die ganze Zeit auf Erik. Switch auch nicht. So, jetzt. Denkt schon. Ja, wann sind jetzt hier rausgeholt worden? Optics vom Mescalin rausgeholt. So, jetzt kommt Erik mit der CZ. Kann auch nichts ausrichten. Somit B-Aiming schon fast am ersten Map-Punkt. 14-4. Also es muss jetzt gekauft werden. Oder eine Echo for Win. Aber sie kaufen jetzt. So, pushen bitte. Kann er. Trifft gar nicht. Jetzt schießt er leicht an. Der Flipping, holt ein Optics raus. Auch nicht richtig im Spiel drinne. Oh, Zwanni. Ja, weiß, dass in der Mitte was los ist. Ja, aber hat aber keine Chance. Rechnet nicht mit dem Maulwurf, der sofort close steht. So, Dennis und Erik noch. Jetzt gar nichts. Ja, und
B wird die Bombe gelegt. Das sollte die 15. Runde für Beer Aiming sein. Dennis holt noch einen weg. Aber Deadpool wartet schon auf ihn. Ja, braucht da nur abdrücken. Ja, 11 Matchbälle für Beer Aiming. Ah, keiner sticht so raus. Meskalin paar Kills mehr als der Rest, aber sonst alle gleichmäßig. Oh, Wansen hier. Wollte pieken, wird rausgenommen. High Feeling. So, bei E-Truck sitzt das Aim nicht, er kriegt ihn im dritten Versuch. Ja, irgendwann muss er ja mal klappen. So, Meskalin jetzt hier mit dem Boost. Optik steht sehr weit in der Mitte. Ach, oh, Optics. Optik steht ja hier auf dem Heaven. Zwanni. So. Gut. Wir wissen, dass Zwanni da steht. Hat jetzt nur noch 6 HP. Ja, und B-Aiming orientiert sich jetzt mehr zu A. Ah, da kommen die Smokes. So kommt Zwanni aus seinem Versteck raus. Aber zwei warten schon. Optics und Schildkröte warten jetzt auf den Go. Oh, und Optics. Weggeholt. Schildkröte kann jetzt die Bombe bei sich liegen lassen. Wird jetzt auch weggeholt. Jetzt liegt alles an E-Tox. Komm, Erik, jetzt aber. Jetzt mach's it. So, beide low jetzt. Oder was heißt low? Halt, low life. So, half life. So, da muss ich jetzt was machen. Ja, er rechnet ja nicht, dass Meskalin schon offensiv drin steht. 1-0 für die B-Aimer. Gut gespielt. Haben sich nicht beirren lassen. Very old, ganz oft ein bisschen unbeholfen. Ich komme sofort wieder. Jo. User left your channel. Ich denke, da wird es jetzt vom Dominik ein paar Arschtritte geben. Der ist jetzt gerade bei den Jungs rüber gejoint. Bin ich ja mal gespannt, was er denen erzählen wird. Ja, wir sehen Mirage. Da genau das gleiche, Mitte ist wichtig, die Mitte ist ganz wichtig. Feeling, Loots. Ja, wer hat, der kann, oder wie sagt man so schön? Aber ich doof finde, wenn man hier auf dem GoTV jetzt rüber geht und warten muss, bis der Delay drin ist, dass man jetzt hier nicht über die Map fliegen kann. Ich denke, Valve muss da noch ein bisschen dran arbeiten an den ganzen Übertragungssachen für uns Caster. Oder ich denke, das siehst du auch so, Feeling. Das für uns ein wenig einfacher machen würde. Vielleicht den Autodirector besser machen. Oder. Da gibt es ja so viel, was man noch machen kann. Weil nicht jeder hat da irgendwie 5-6 Leute sitzen, die irgendwie jeden Ingame-Scream haben. Die dann irgendwie eine professionelle Übertragung machen können. Aber naja. Wollen nicht meckern. Wir können wenigstens zusehen. Viele Spiele haben so eine Funktion gar nicht. Jo, dann gucken wir mal. Ja, das Spiel ist jetzt, müsste jetzt gleich wieder da sein. Kleine Pipi-Pause und dann geht das wieder weiter. So, erstmal hier alles wieder mit reinholen. Jetzt aber keine HP-Anzeige und kein Chat.
Officer, sieht ziemlich gut aus für die Radler-Jungs. Auch wenn sie so ein komisches Bier trinken. So, Dominik, ja, ich hab mal kurz ein, zwei Bier getrunken. Ja, und Ärsche aufgerissen, glaube ich. Nein, ich doch nicht. Ich hab keine Ärsche aufgerissen, geht schon weiter. Wie, warst du nicht bei denen? Ich war bei denen, ja. Ja, das hatte ich mir gerade fast gedacht. Ja, so, ich habe mal ein, zwei aufmunternde Worte gefunden. So, was hast du den Jungs denn erzählt? So, ja, was ich ihnen gesagt habe, ich habe ihnen nur ein, zwei Tipps gegeben, mehr nicht. Mehr möchte ich jetzt auch nicht verraten. Okay, dann bin ich ja mal gespannt. Jetzt gleich kommen die übelsten CPL-Finals-Taktiken. Nein, das jetzt nicht, Start. Aber... Nein, so einfach ein bisschen Motivation. Genau, ein bisschen motivieren, ein bisschen mehr Selbstvertrauen haben in den Situationen, dass das Aiming da sitzt und ja. Ganz wichtig, jede Ecke mal abcheckt und mit dem Gegner rechnet. Also das war jetzt gerade immer sehr optimistisch, dass sie da rumgerannt sind und gedacht haben, ach, da ist kein Gegner. Ja. Ich nehme mal das Messer in der Hand. Ich denke, das werden sie jetzt besser machen. Ich habe zumindest freundlich darauf hingewiesen. Kenn ich. Ich komm ganz schnell wieder. Ich muss mal eben. Ja. Ja, so lange warten wir noch bei der Pipi-Pause. Leckere Radlerbrühe. Rayon hat 0-2 verloren. Hatten wir gesehen. Ja, wir müssen noch zwei Runden holen. Dann stehen wir da drüber. Ne, drei. Dann sind wir wesentlich letzter. Ach, ich sag mal, wir sind ja auch... wie soll ich das jetzt erklären? Ich denke mal, wir machen zwar ein bisschen den Wettkampf-Sinn in unsere... Wir haben ja vorher nur Matchmaking gespielt, sag ich mal. Matchmaking, Face It und hast du nicht gesehen. Das war einfach mal ein bisschen diesen Wettkampfgedanken ins Team reinbringen. Wenn ihr euch unser 99-Damage-Team anguckt, das sind ja irgendwie 15 Mitspieler. Ist klar, dass wir da kein festes 5-Mann-Lineup haben. Hatte ich ja schon zu Anfang gesagt. Nur einfach mal gucken, wie wir uns so schlagen. Ob wir den einen oder anderen da ärgern können. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ich sag mal, wichtig ist, dass sie jetzt die Spieler, die jetzt hier spielen, auch wenn es auf den Sack gibt, dass sie den Spaß nicht daran verlieren und sich sagen, ich spiele jetzt nie wieder oder mit euch spiele ich nie wieder. Einfach weitermachen, fertig. Im Endeffekt sollten wir doch realisieren, dass wir nirgendwo um Preisgelder oder Sachpreise irgendwie mitspielen werden. Dafür musst du echt fünfmal die Woche 3 Stunden spielen. Oder mehr. Also wir gehören so in die CSGO-Kreisliga. Um das jetzt einfach mal frech zu sagen. Wir warten jetzt noch. Ja, Jungs sind alle noch in Pause machen. So, jetzt sind die BM vollzählig da. Very Old ist vollzählig da. Könnten wir eigentlich wieder loslegen. Alles auf Null gesetzt und es geht nochmal von neu los. Gucken wir mal. Wie gesagt, bei uns seht ihr ja auch andere 99-Damage-Matches. Wir hatten jetzt letzte Woche Division 5 dabei, Division 3,
Und noch die ein oder andere Starterliga. Aufzeichnungen gibt es bei uns im YouTube-Kanal. Wenn ihr euch mal zum Beispiel das Division 3 Match anguckt von den Castle Wolves, es war schon echt schniekes Match zum Anschauen. Sehr spannend. So, beide Teams sind ready. Wir gehen hier in die Knife-Runde. Pünktlich. Ich auch wieder da. Ja, ich hatte gerade noch ein bisschen erzählt, was wir so gecastet haben schon. Ja. Wie gesagt, kann man sich bei uns in den VODs anschauen oder halt auf YouTube. Genau. Schaut einfach und mal rein. Denkt an unser Giveaway. Bei 300 Followern verlosen wir einen Gamekey. Bei 200 sage ich auch, was es für einer ist. Wenn wir heute die 150 schaffen, sage ich es vielleicht auch heute. Oh, da fehlen noch ein paar. Ah, 24. Also auch wenn ihr jetzt schon followt, ihr kriegt auf jeden Fall Bescheid. Wir werden es ankündigen, wann wir das dann verlosen werden, damit hier jeder die Chance hat, den Game Key zu gewinnen. So viel sei gesagt, es ist kein 5-Euro-Spiel. Nein, ist es nicht. Was würde ich nicht machen? So, Beer Aiming startet wieder auf der CT-Seite. Dann wollen wir mal gucken, was unsere Jungs jetzt hier als Terror machen. Meine Regie hat gerade gesagt, du sollst den Banner ausmachen. Jo, hat er. Ich hab das gerade so aufs Ohr gekriegt. Wir haben schon eine Regie? Ja. Ach, du Kacke. Ja. Danke für die Follows, über Shizu und Anomalie. Wie? Seid auf jeden Fall mit drin im Pott. Ja, wenn ihr dann da seid, ne? Ihr müsst dann auch noch im Giveaway-Stream da sein. Ja, das ist klar, aber den kündigen wir dann auch schon weit vorher. Wir schicken Postkarten raus. Ja. So, jetzt hier ein schöner Smoke-Go auf A. Smoke sitzen, so, Smoke Ecken sitzen. Abchecken. Zwanni schön gegen Mescalin. Bombe kommt jetzt auch, Optics mit ein bisschen Prediction. Ah, da muss er jetzt einfach mal weiter reinschießen. So, Itrox weiß, dass da einer ist, hat den Kopf jetzt gesehen. Kann jetzt auch den Net machen, kommt aber nicht mehr weg, oben auf der... Oh, Zwanni weiß, dass da einer steht. Ja. Wir können jetzt aber bis jetzt noch nicht gespottet da oben drauf. Wir wissen nicht, dass er da oben drauf ist. Ja, kann einen rausnehmen. Ja, wird vom zweiten Goal, Zwanni. Und Wansen war noch in der Rampe. Hat sich da schön rausgehalten. Ja, haben sie sich die Kills mehr oder weniger gut geteilt. Optics konnte leider keinen machen. Ist aber nicht so schlimm, als Ingame-Leader ist man ja nicht so der Fragger. So, zweite Runde Fluch. Five Monkeys haben den, ich glaube Very Old hatten auch. Ja, ich habe sie erschreckende Parallelen zu Five Monkeys irgendwie. So, die pushen jetzt die Mitte. So, ich hoffe, da schaut einer ein, ne? Ja, schauen sie hin. Haben jetzt drei Mann auf A abgestellt. Ja, auffallend, dass Very Old jetzt wieder ruhig spielt. Ja. Aber sie decken alles ab. Ja, sieht gleich ganz anders aus. Wie auf Cash. Da wurde einfach mal reingerannt mit den Waffen. Ach, wir haben ja Waffen. Ah, es wird auf den Push gewartet. Wird nicht gepusht und mal gucken, was sie jetzt machen. Also ich denke, mit 5 T-Runden kann man ganz gut spielen. Ja, 5, 6 solltest du mitnehmen, ja, wenn es geht. Ja, Beer Aiming. Sind die noch auf dem Server? Eben Scoreboard checken. Ja. So, jetzt kommt hier der Fake-Go auf B. Der Fake-Go auf A B. A wird freigemacht und jetzt geht's auf A. Wansen, klärt da mal ganz kurz auf.
Jetzt ist ihnen aufgefallen, dass sie da doch nicht sind. Schöner Fake. Sehr schön gespielt. Wansen kann jetzt eine ganze Menge ansagen. Der hat eine ganze Menge an. Kriegt eine ganze Menge mit hier. Etox kriegt den Kill nicht. Wansen jetzt aber hier mit dem Window Pusher. Optics jetzt hier schön defensiv im Haus. Sie sind generell sehr. Sehr schön weit verteilt. Wansen ist jetzt hier viel zu weit weg vom Geschehen. Bin mal gespannt, wie er das jetzt noch lösen möchte. Ja, er hat jetzt. Er hat gehört, dass jemand Biermann über Base gehört. Kommt. Ja. Er muss sich jetzt aber beeilen. Mescalin fällt jetzt hier gegen Swanny. Jetzt ist auch klar, dass jemand von hinten kommt. Und Schildkröte macht den. So, Biermann! Zweite Runde Fluch gebrochen. Zweite Runde Fluch gebrochen. Ich bin beruhigt. Kann's now weitergehen. Now I can die in peace. Ja. So, jetzt auch klar, dass CTs voll sparen müssen. Ja. Weil gerade so ein bisschen gekauft hatten. So, kein Equipment, nix für die CTs. Ich bin jetzt hier keinen. Oh, ich sehe gerade, ich habe wieder keine AP-Anzeige. So, Zwanni kann jetzt hier schon mal den Maulwurf runterschießen. Ja. Der Mollo sitzt. Der Mollo sitzt, Wansen wird sich wahrscheinlich selber gerade fragen, was hier los ist. So, Zwanni wird jetzt hier, angeschossen. So, Schildkröte braucht jetzt eigentlich nur noch auf dem Schlüssel gesehen haben. Ja, hat er. Ja. Das war das Timing. Wenn Itrox eine Sekunde schneller gewesen wäre, wäre das ein bisschen besser gelaufen. Ja, Deadpool hatte sich auf dem Ninja gesetzt. Ja. Ja, ich glaube, der Arschtritt war wirksam. Ganz anderes Spiel jetzt gerade. Ja, wir sehen jetzt zwei Sparrunden bei den CTs. Ja, ja, natürlich. Also, ich muss jetzt erstmal auf die nächste Waffenrunde oder erstmal auf die erste Waffenrunde abwarten. In der nächsten Runde sehen wir dann, ob es weiter so geht. Der Fribiken sitzt jetzt hier mit der P90 im Mini-Döner. Versucht da jetzt noch einen Exit zu machen, aber sie gehen geschlossen über Kitchen raus. So, jetzt keiner ins Window springen. Ein guter Zeitpunkt, jetzt eigentlich die SMGs wegzuwerfen. Ich werfe die immer gerne am Ende der dritten Runde einfach weg, weil sie dann ja auch aus dem Spiel sind. Ja, nicht wenn sie nicht am Score liegen oder so, genau. Man weiß ja nie, ne? Das ist immer so eine Sache. So, jetzt hier Fake Smoke gegen A kurz. Gegen Mitte. Entschuldigung, gegen A kurz. Jetzt geht's richtig los. Ja. So, die Flash. Gar nichts gebracht. Die Brand liegt gut. Ah, Wansen deckt, dass er am Push kommen wird. Deckt, also checkt gegen den Push. Ja. So, kann jetzt das Fenster rausnehmen und somit hat Very Old mit Control, aber cool. Kann da jetzt ganz viel ansagen. Und die Bombe fällt jetzt hier aus dem Haus raus. Das ist natürlich ultra. Etox muss jetzt. Ja, er geht nicht hin. Er muss da hingehen eigentlich. Ja. Ah, hat die Bombe jetzt. Ah, okay. Bombe kommt. Und das ändert natürlich jetzt das komplette Spiel. So, Brandgranaten kommen jetzt gut. Wansen checkt hier weiterhin Richtung Underground und nach hinten ab. Müsste Kurz gehört haben. Ja, sollte es gehört haben. Kurz hat sich jetzt auch verraten. Der Autodirector möchte uns das aber jetzt nicht zeigen. Optics schön. Optics jetzt hier aus dem Haus. Macht da einen guten Frack. Vierte Runde. Und ich kann jetzt schon sagen, wir sind nicht letzter. Ole, ole, ole! Wir sind nach dem ersten Spieltag auf jeden Fall schon mal Vorletzter. Jawohl, du hast es geschafft. Ziel erfüllt, ihr braucht jetzt gar nicht mehr weiterspielen. GG, ja, ab vom Server. Konsole auf Exit, Arschlecken. So, CT ist jetzt wieder mit einer Spar, stehen aber, machen keinen Push, nix, stehen einfach defensiv auf den Spots. Ja, Wansen variiert die Position mit der AWP jetzt auch ein bisschen besser, als es vorhin auf Cash gemacht hat. Ich drück's jetzt hier auch defensiv. Oh, jetzt komm ich. Wansen geht jetzt langsam vor. Ah, wartet der Flipping auf ihn. Ja, er geht jetzt runter. Ja.
Ja, man hat ja 2 Minuten Zeit, ne? Ja. Ich wollte gerade sagen, der Ball ist rund und das Spiel dauert 90 Minuten, aber so ist es nicht. Die Bombe ist eckig. Die Bombe ist eckig und die Runde dauert 2 Minuten. Oh, Wann schön, dass Wansen jetzt von der vom Palace rausschaut. Ja. Dilkröt jetzt hier mit der Smoke gegen den Spot. Legt jetzt die Bombe ganz alleine da auf dem Spot, Erik. Ja, muss aufpassen. Checkt jetzt hier aus. Man hat jetzt so nicht mitgegeben. Ja, Firebox hat er nicht gesehen. Die haben ihn nicht gesehen an der Firebox. Jetzt hat er ihn gesehen. Ah, er konnte fast noch wegkommen. Manni deckt jetzt hier gegen Connector gut. TT kommt jetzt Biermann durch, kann einen schönen Kill gegen Optics machen. Jetzt ist er natürlich klar, jetzt gucken alle in eine Richtung. Ja, und Itrox jetzt hier mit dem Aim. Durch den Schlitz kriegt das ganz gut hin, finde ich. Schon ein ganz schön gemacht. Anderes Spiel vom Erik. Aiming sitzt ein bisschen besser. Ja, vielleicht cache einfach nicht die Map. Sie haben sie einfach mal gewählt. Ich glaube, sie werden sie beim nächsten Mal nicht mehr picken. Ja, noch ist zu früh, das zu sagen. Ja, dass sie sich da vielleicht verhauen haben. Ja, aber ich sag mal, wenn man die Runde jetzt noch holen kann, würde ich sagen, könnte man sogar sagen, ja, scheiß auf die anderen 9. Ja, 5-0 ist schon mal ein gutes Polster. Ja, sie rotieren jetzt hier auch. Rotieren jetzt hier auch besser. Wansen erste, weiß noch nicht, was er will. Wansen, erste Idee ist immer die richtige und das ist das Window-Smoken. Schöne Smoke jetzt hier. Gucken, hoffen, dass er nicht ein... die liegt gut. Die Smoke liegt richtig gut. So habe ich die auch noch nicht ausgenutzt, muss ich ehrlich sagen. Zwanni piekt jetzt hier langsam um die Ecke rum. Kann den Kill machen. Jetzt followen sie sich den Weg selber zu. Das ist natürlich nicht so traumhaft. Ah, Wansen, bleibt doch da drauf. Kriegt jetzt hier den Kill Richtung Window. So, Maulwurf angesagt. Ja. Und der letzte Mann auch. So. Geht da ins Feuer. Jetzt hier Mollo. Ich denke, da wird wahrscheinlich irgendwas mit seiner Tastatur wohl nicht richtig gewesen sein, sonst wäre er da nicht stehen geblieben. Ey, Keks! Keks, schön, dass du da bist, Mensch. Wir haben dich schon vermisst. Very Old Gaming spielt, mein Freund. Ja, heute spielen wir mal selber. So, der Maulwurf geht hier auf den Exit. Nimmt Maulwurf einen kann mit. Jetzt hier einen schönen Exit mitnehmen, zwar nicht, checkt die Ecke nicht. Ja, sechste Glück. Runde. Also irgendwie sehen wir hier jetzt gerade ein ganz anderes Match. Und ja, ich will euch nochmal an Loots erinnern. Wer Bock hat, kann irgendwelche Nachrichten in den Chat schicken über Loots. Starter 102 MYK. MYK, ja, wir sind in der Starter. Ja, wir sind in der Starter, so gut sind wir nicht. Und wir sind schon mal nicht Letzter. Ja. Beziehungsweise so gut sind wir nicht, das sagen wir jetzt mal nicht. Wir sind jetzt gerade das erste Jahr dabei, also wir müssen jetzt so dann nicht Starter. Ja, Deadpool jetzt hier mit dem schönen Frack gegen Optics. Wir haben jetzt hier den Entry, schon viel Damage gegen Sir Flippington gemacht. Ja, Very Old wieder. Hey Danto, moin moin. Wir hatten gerade schon über den zweite Runde Fluch gesprochen von den Five Monkeys. Der ist irgendwie auf uns übergesprungen. Ja, der ist auf der ersten Map irgendwie auf uns übergesprungen. Wir haben die Force Boys irgendwie total versaut. Ihr seid schuld. Ihr seid schuld. Ja, wir haben zu viel Five Monkeys gecastet. Ja, die haben das immer. Ich glaube, wir werden in Zukunft auch noch mehr Five Monkeys casten. Aber das glaube ich auch. So, die Jungs haben sich jetzt entschlossen, es geht auf B. Die Entscheidung scheint gut zu sein. Gut zu sein, weil sie mit 4 Mann A stacken. Ja, das Eckentrauma ist auch weg. Ne, auch noch nicht so ganz weg. Ja. So, Deadpool. Ah, ich krieg sie nicht. Ah, sie kriegen ihn nicht weg. Drei gute Tracks machen in dieser Runde, sie kriegen ihn da einfach nicht weg. Jetzt ist natürlich verschoben. Jetzt wäre eigentlich gut geraten, umzudrehen und auf A zu schieben, weil A lassen die Jungs. Ja, wir. BMX schiebt direkt schon wieder zurück.
Die ja, haben sich sie gedacht, kennen das jetzt. Die haben gerade gedacht, ja, nicht, dass sie das doch nochmal machen wie gerade. Ja, die Uhr tickt jetzt aber auch zu schnell runter. Ja, das wird da passiert jetzt nichts mehr. Manson kann jetzt hier noch einen Exit machen gegen Maulwurf. Zieht sich jetzt aber auch. Erste Runde. Ja. Anschlussrunde für Beer Aiming. Ich denke, bei Very Old sollte aber genug Geld da sein, um nochmal nachzukaufen. Ja, Opti hat nicht mehr ganz so viel. Ja, aber als Terror ist es ja nicht so schwierig, was nachzukaufen. Richtig. Itrox wird jetzt Wansen eine AWP legen, oder er kauft sich, als selber eine AWP gekauft. So, jetzt halt wieder zurückfinden. Noch 1, 2, 3 Runden mehr mitnehmen. Auf jeden Fall nicht verkehrt. Itrox jetzt hier. Wird aber, Wansen wird dagegen getradet in der Mitte. Hat aber einem Mescalin noch einen Fußhit verpassen können. Fischer, nee, das haben wir damals nicht gecastet. Wir casten erst seit, ich sag mal richtig, seit letzter Woche. Und Optics vorher jetzt nur für uns. Schönen Klick Richtung Kurz. Hat jetzt ein bisschen größeren Hebel, dadurch, dass man im Vorteil. Ja, wenn die jetzt natürlich die Map sehen würden, ja, dann wüsstest du, was du jetzt machst. Ist richtig. Granate sitzt gut hier gegen Nitrox. Optics jetzt hier im Connector kann einen mitnehmen. Müssen jetzt Window abzielen. Wenn man das jetzt sieht. Ja, sie sitzen BS3. Halt mit vier Mann, die noch am Leben sind. Oder fünf Mann, alle auf einem Platz. Also es wird A, die Jungs gehen A. 2 gegen 2, Mescalin drunter, Optics auch runter. 30 Sekunden noch, also es muss jetzt was kommen. Das muss schneller gehen. Das muss schneller gehen. Einer im Jungle, einer in CT. Kurt verrät sich natürlich jetzt hier, versucht den Spieler irgendwie rauszulocken. Beziehungsweise so, irgendwie trifft jetzt auf Mescalin. Kann ihn machen. So, jetzt habt ihr noch 14 Sekunden. Bombe kommt jetzt für Kurz, beziehungsweise für T-Rampe. Ja, für Rampe. So, und jetzt ist einfach gut geraten, defensiv zu stehlen, lassen kommen. Ja, ist jetzt auch golden. Das nimmt nochmal 5 Sekunden von der Uhr. Schildkröte hätte noch eine Brandgranate, die er jetzt benutzen könnte. Macht aber hier den Kill gegen Biermann. Jungs, checkt ab und zu euer Equipment. Ja. Ja, 7-1. Gutes Polster. Wissen natürlich nicht, was Beer Aiming als Terror uns zu bieten ja, hat. Ja, die noch. Können natürlich die absoluten Übertaktiken rausholen, man weiß es ja nie so genau. Mir fällt gerade auf, ich habe den Autodirector nicht an, dementsprechend sehe ich nicht, was da Push. Passiert. Optics kann hier aufräumen, 3 Stück. Kann hier 3 Stück machen. Wansen nimmt noch einen mit. Er hört aber, dass er irgendwie um ihn rumläuft. Verliert jetzt hier die AWP, die Bombe kommt jetzt aber auf A. Dementsprechend kann Deadpool sich da auch nicht viel von kaufen. Ja, er wird die AWE mitnehmen. Er wird die AWE saven, würde ich ihm auch empfehlen. Nee, er geht drauf. Er versucht noch geht mal zum Exit vielleicht. Ja, er versucht nochmal einen Exit zu machen, aber ich denke, die werden über die CT-Base wegschieben. Ah, der kommt da nochmal ran. Nochmal, ich denke, er wird mal einmal reinpieken. Da wollte ich sagen, er hat kein Diffuse-Kit, nix. Er bewegt sich aber trotzdem. Ah, doch nicht. Nee, jetzt hat nein, er hat jetzt versucht, einmal zu pieken und die versuchen ihn jetzt auch nicht zu handen. Schildkröte versucht. Ich denke, vielleicht hat er ihn. Nee. Ich glaube, er hat ihn scopen gehört. So langsam, wie er so um die Ecken schleicht. Aber da ist das 1:8 für Very Old Gaming. Ja, der Arschtritt hat sich. Also, was du gesagt hast, es hat's gebracht. Ja, dann ist er gut. Ich hab meinen Salzgehalt von gestern katalysiert. Also Nice war ganz kurz bei den Jungs im TS und ja, also im Channel und hat was gesagt und irgendwie läuft's jetzt. Ja, es läuft immer noch nicht so, wie ich es ihnen gesagt hatte, aber es läuft so viel sicher. Also sieht auf jeden Fall schöner aus im Score. Also sind ein, zwei Sachen dabei, die ich angesprochen habe, die sie besser machen könnten. Ja, boah, Mescalin jetzt schneller als Wansen. Optics hält hier jetzt hier noch kurz, ist jetzt gut damit bedient, sich da nicht irgendwie groß zu zeigen, beziehungsweise jetzt irgendwelche Granaten zu werfen.
Das ist mit drei Mann. Ja, fast vier Mann auf A. Ja, mit drei Mann. Ja, Bombe wird liegen gelassen. Jetzt wird verschoben. Ja, es hat jetzt zu lange gedauert. Drückst lässt die Bombe jetzt auf der Treppe liegen. Legt sich jetzt Richtung. So, Schildkröte macht auf B ein bisschen Radau. Ja. Detox gut gesehen. Kann jetzt hier den Kill. Oh, die AE hat Granate gut gesessen. Sitzt richtig gut. Die Granate sitzt auch richtig gut. Ja, natürlich läuft. Jetzt die Schritte. Optix kann jetzt hier den Kill nicht machen. Schildkröte jetzt hier gegen. Ja. Haben sie ein schönes Kreuzfeuer aufgebaut. BAMing findet zurück, holt noch zwei Runden schon mal. Können Sie das jetzt mitnehmen? So, haben sie etwas länger gebraucht, um in die Map zu kommen oder. Ja, aber es ist ja ihr Picknick. Ja, oder kann. Ja. Können unsere Jungs jetzt nochmal dagegen halten. So, jetzt geht's hier einfach mit dem A-Rush mal raus. Links Blinker drauf rennen. Ja. Granaten kommen jetzt hier richtig gut. Bombe, denke ich, wird kein Problem sein zu legen. Oh, hier fliegt aber ohne Ende. Ja, hier fliegt ohne Ende Equipment in einer. Ist schlimmer als am Karneval. Ja, Kamelle. So, Optics in der Smoke. Kann jetzt hier zwei Kills machen. Weiß nicht, dass da noch einer am Stairs steht. Ah, ich glaube, Itrox hat das aber schon gecheckt, dass da einer an den Stairs steht. So, hat jetzt auch gehört, dass hier einer ins CT kommt. Kann sich umdrehen, holt noch einen weg. Ja, ich hab ihm gerade geraten, sein Headset aufzusetzen. scheint funktioniert zu haben. So, Deadpool alleine noch mit der Aave. Die wird da, denke ich, mal wieder mitspeichern. Ja, ich denke auch. Ist ja besten mit beraten, denke ich. Itrox wird jetzt mit der Aave ins Fenster gehen und wird versuchen, irgendwie noch einen Fleck zu machen, aber der ist schon weg. Der ist schon weg. Ja. 9-2. 9-2 für Very Old Gaming. So, die Aave geht weiter nach Österreich. Ja. Jetzt ein österreichischer Aufkleber drauf. Schießt jetzt mit servierten Knödeln und Schweinsbraten. Wird geladen mit Gösser. So. Ich bring mal ein Handtäschchen mit nächsten Monat. Ah, Wahnsinn, super. Kannst das ja mal probieren. Das ist wirklich lecker. kenne ich aus dem Skiurlaub. Ja, oh, das ist gut. Eins meiner Lieblingsbiere. Schildkröte jetzt hier schön defensiv. Ja, können jetzt zwei rausnehmen. Optix rennt Optix jetzt hier leider in die Wache. Mit der Bombe. Die fällt natürlich nach vorne. So. Wahnsinn Glück, dass er da merkt, dass er gegen einen rennt. Die trotz jetzt aber hier mit, ist da. Ich weiß nicht, was er genommen hat, aber das ist auf jeden Fall das jetzt Richtige gewesen. Ja. Jo, danke Keks, haust du rein. Wir sehen uns. Jo, hau mal rein. Wir sehen uns nächste Woche irgendwann, denke ich. 10-2. Itrox auch jetzt hier Top-Fragger. Manometer. Ah, schießt er in den Fuß. Schießt er ihm in den Fuß, aber der macht den Frag trotzdem, den will er haben. So, Maulwurf kann hier viel ansagen, hat viele Köpfe gesehen. Ja. Itrox sitzt hier mit dem Kill gegen. Er sitzt. Er ist aber jetzt auch on the fire. Ja, er kriegt halt gut Schaden, aber nicht weiter schießen, Schildkröte. Das war aber knapp am Teamkill. So, Maulwurf hört da ganz viel und kann jetzt Swanny rausnehmen und Itrox rausnehmen. So, Granaten sitzen jetzt gut von hinten. So, Optix. Im 1 gegen 1. Ne, 2 gegen 1. 2 gegen 1. Ich hab Schildkröte jetzt gerade nicht gesehen gehabt. Hat sich jetzt richtig erschrocken, als er die Silhouette in der Smoke gesehen hat. Dachte, ich schmeiß mal einen Mollo, da ist eh keiner. Damit die da nicht durchpushen und auf einmal steht da einer vor ihm.
Very Old baut wieder etwas auf, ja, Richtung B. A wird ein bisschen Stress gemacht. Bunny trifft jetzt hier auf den Maulwurf, kann rausnehmen. Kann rausnehmen, ohne großartig viel AP dabei zu verlieren, das ist immer ganz vorteilhaft. Wansen hört jetzt hier kurz. Ja, was machen sie? Sie gehen jetzt defensiv. Kitchen steht ein, CT. Einer geht jetzt in die Mitte. Müsste man jetzt gleich hören, oder? Er schießt noch den Schacht nicht auf. So, jetzt checkt die Ecken. Underwood steht einer. Da wird nicht gemacht. Schildkröte. Zeigt ihm den Rücken. Ja, Itrux macht aber den Refrag. Oh. Ja, weil sie auf B jetzt sind. Kurz. Ja. Jetzt ist wieder kurz angesagt. Wansen mit seiner AWP aimt da ab. Sieht jetzt gleich die Waffe. Oh, kriegt den Kill nicht. Oh, was macht dann da? Oh, was ärgerlich. Jetzt im dritten Schuss kriegt er ihn endlich. Er hat Itrox angeschossen, wie ich das mitgekriegt habe. Echt, sah. Hab ich jetzt, kann ich so nicht beurteilen. Itrox hat jetzt hier gesehen, dass da noch einer. So, die Waffe ist. Uiuiui, ich meine, er hat ihn angeschossen. Leider zeigt das der GoTV nicht. Ist das Problem? Ich meine wohl. Also, er hatte vorher mehr HP, auf einmal war er komplett rot. Wir können es uns ja gleich in der Wiederholung nochmal angucken. Ja. Ah, ich meine. 12-2 und ja. Wir Aiming hat halt so ein paar Waffen und pusht jetzt A und die gehen A. Schildkröte kann einen wegnehmen. Oh, Itrox kriegt hier die Shots nicht rein. Was ist das? Also. So, Schildkröte. Ersten. Jetzt geh rum, da ist noch einer. Hol dir die Bombe, haut ab. Wird jetzt hier eingekesselt. Merkt das aber auch nicht. Deadpool jetzt hier alleine. Muss jetzt hier die Bombe defenden gegen zwei. Na, hat ein bisschen bessere Position jetzt, weil die müssen halt zu ihm kommen. Ja. Optix müsste jetzt den richtigen Weg gehen und oben durch den Schacht. Durch den Schacht, durch den Palace. Es ist ja keiner hinter ihnen her. Sie haben noch eine Minute. Wir haben noch Zeit. Eine Minute auf der Uhr. Es ist alles gut. Svanny jetzt hier mit der Granate, ich weiß nicht warum. Ja, Deadpool fragt sich, muss doch gleich einer kommen. Ja, also entweder kommt einer von hinten oder es kommt einer aus dem Palace. So viel ist sicher. So, jetzt hat er ihn gesehen. Jetzt müsste Zwanni mit rumkommen. Und er macht den Kill. 12 zu 3. 13 zu 2. Sorry. 12 zu 3. Das sind ein paar gute Punkte. Jetzt hier in den Seitenwechsel. CT jetzt noch gut anstellen. Pistolenrunde vielleicht gewinnen. Ah, wir gucken mal. Auf jeden Fall ganz sehr gut gespielt, sag ich mal jetzt. Ja, wenn sie Pistol Round jetzt für sich entscheiden können, denke ich, hat das hier relativ ein schnelles Ende. Für Gear Aiming wäre es natürlich jetzt gut, wenn sie die Pistol Round gewinnen. Ja, um ein bisschen Luft reinzukriegen, zwei, drei Runden mitzunehmen schon mal. So, es sieht nach einem Fake aus. Drei Mann rennen B. So, da wird gecallt und es wird verschoben, genauso wie sie es wollen. Nein. Ah, nicht ganz. Das war nicht schön mit der P250. Ja, Svanny hat das P250-Aim. Nimmt da mal eben drei Leute raus. So, gecallt wird, dass es ein Fake war und jetzt geht's zurück. HE sitzt. Ja, Granaten kommen gut. Bombenplan können sie natürlich jetzt nicht verhindern. So, Erik schön. Zwei wieder raus. Was ist los mit dem Jungen? Was ist los? Ach, warum habt ihr so nicht die erste Map gespielt, Leute? Jetzt ja, weil ich denke, Cash wird nicht ihre erste Wahl gewesen sein. Und jeder kennt das, ne? Also ich... Ja, was bleibt über, dann nehme ich die halt, ne? Nehme ich die halt, ne? Aber ich glaube, sie wollten Inferno spielen. Na gut. Na gut, ne? Am Ende fragen wir uns halt, woran hat es gelegen? Woran hat es gelegen, ne? Ja. Ist die Frage. Optix jetzt hier im Fenster. Gegen
Biermann. Deadpool pusht jetzt hier durch. So, müsste gesehen worden sein. Ja, musste natürlich alles das abgucken, aber Zwanni steht gut. Ja, Zwanni hat natürlich auch die P90, ne? Das ist natürlich. Ja, das ist seine Waffe. Ja, das ist seine Waffe. Man kriegt jetzt hier den Kill nicht durch. Nee. Kann jetzt aber ansagen, dass hier mehrere sind. Ja, Konzentration ist jetzt auf die Mitte. Ja. Na, Optics unglücklich jetzt gegen Sir Flipping. Wilfried lässt sich hier zu viel Zeit, aber er kann viel Schaden machen. Zwanni jetzt hier von der Seite. So. Fällt ihm gut in die Seite, macht einen guten Schaden hier. Und Itrox kann die ganze Sache vollenden. 2 zu 15 für Very Old Gaming. Anscheinend kann man auch vom Radler besoffen werden. Ja, sicher geht das. Ja, ja. Man muss halt nur öfter aufs Klo. Ist richtig. Also die richtige Druckbetankung ist sowieso mit Schnaps. Also das Altenheim läuft jetzt. Ja. Scheinbar wurden gerade die richtigen Kanülen rausgegeben. Und wie ich sagte, auf Optik sitzt hier in der Mitte. Ja, also ich denke, die zwei Teams, die sind wirklich, sind gleich gut, muss ich ehrlich sagen. Also. So, BMWing jetzt noch mit 3 Leuten. Ja, müssen die Runde holen. Wir können jetzt hier auch verkürzen aufs 3 gegen 3. Wahnsinn, wenig HP. So, wird jetzt auch da weggeholt. So, jetzt liegt's an Zwanni und Schildkröte noch. So, Zwanni kann da mal eben wegräumen. Doppelkill. Ja, Zwanni räumt hier auf, Deadpool jetzt. Alleine. Wo ist Deadpool? Ach, da drüben im Tetris. Mit einer Diegel. So, ist gecallt. Die HE sitzt. Jetzt 1 gegen 1 gegen Schildkröte. Kröt, was macht er da? Tauscht jetzt gegen eine UMP? Ja. Gegen eine Diegel soll's reichen. Ja, denke ich auch. So, hat sich jetzt verraten mit der Flash. Ah, hat er Glück. Und da macht er. 2 zu 16. Ja, GG. 1-1. GG. WP. 1-1 geht dieses Spiel hier aus. Und auf beiden Seiten einseitig. Auf beiden Maps. Ja, auf beiden Maps einseitig. Aber. Die Jungs haben sich nochmal gut gefangen in der zweiten Halbzeit, in der zweiten Map, und ich denke, wir haben jetzt hier auch verdientes 1-1 gesehen, denke ich. Ja, war auf jeden Fall sehr gut. Ja, wir bedanken uns bei allen Zuschauern und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Match, entweder bei uns oder von irgendeinem anderen Team, was wir casten. Ja. Und ja. Keine Ahnung. Wir müssen uns noch irgend so einen Spruch zum Ende über einfallen lassen. Wenn ihr einen drauf habt für uns, dann haut mal rein. Tja. Haut mal uns haut mal ein paar raus, schickt uns die rüber. Weil so Naden FFN oder was weiß ich, so was ja. In der Art. Paris Athen auf Wiedersehen. Ja. Wie war das noch? Office oder Italy? Hauptsache Bombe. Hauptsache Bombe legen. Ja. So, Jungs. Office oder Italy, Hauptsache Bombe legen. Ja. Lasst ein Follow da. Auf YouTube könnt ihr das Match auch wiedersehen. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag, ne? Dass ihr morgen auch alle wieder fleißig zur Schule geht und auch fleißig wieder zur Arbeit geht. Damit euch aus euch mal was wird, was besser ist wie ein CS-Caster. Ja. Und dann sind wir weg. Haut rein, Leute. Haut da rein. Bis die Tage. Ciao, ciao. User left your channel.